Spiel 7. Sachen merken. Sachen merken, ach Gott, ey. Den Spielern werden 8 Bilder von Gegenständen, die sie einbringen müssen. Wenn ein Spieler buzzert, hat er 30 Sekunden Zeit, alle Motive auszuwählen. Wenn alles richtig war, bekommt der Spieler den Punkt. Ansonsten der Gegner. Wer als erst 5 Punkte da. Okay, also es werden 8 Bilder gezeigt. Und dann, wenn wir buzzern, sind da Wörter und die müssen wir klicken. Okay. Okay. Das Spielprinzip ist recht einfach. Ihr seht 8 verschiedene Motive, die ihr euch merken müsst. Sobald ihr glaubt, alle Motive aufsagen zu können, drückt ihr den Buzzer. Dann verschwindet das Bild und ihr habt 30 Sekunden Zeit, alle Motive auszuwählen. War alles richtig, bekommt ihr einen Punkt. Bei einem Fehler bekommt euer Gegner einen Punkt. Sobald wir buzzern, ne? Wenn die 30 Sekunden überschritten werden oder ein falsches Motiv ausgewählt wurde. Wer als erster 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Wir mogeln im Übrigen hier nicht rum mit Aufschreiben und so eine Scheiße, ne? Jetzt geht's los. Komm, zeig! Schuhe, Handy, Banane, Sandwich Maker, Möhren waren da, ein Golfball. So ein Mixer. Irgendwas Grünes war noch da. Der USB-Stick. Ein grüner USB-Stick. Richtige Antwort. Puh, geschafft. Hoffentlich könnt ihr euch das hier gut einprägen. Kommen wir zur nächsten Frage. Paket, also Grill, Pfirsich, Grill, unten eine Pizza, Zug. Salat. Absolut richtig. Oh. Diese Kontrahenten geben heute wirklich alles. Das wird heute ein harter Kampf. Und unser Spiel geht weiter. Ach du Scheiße. Computer und Tastatur. So ein Kuchenform. Da, Backform. Ein Glas Wasser. Ein Glas.
Kreide. Da Kreide. Links oben. Ja, das war richtig. Yes. Jetzt kommt er mir hier auch noch mit Zeitdruck, ey. Leck mich am Arsch. Typische Memory-Aufgabe. Yvonne, willst du auch mal mitspielen? Langsam kommen wir in die Phase des Spiels, wo es interessant wird. Neue Runde, neues Glück. Ist echt schwer. Yvonne. Das stimmt so nicht. Kühlschrank, bitte. Ja, Yvonne, dann geh doch. Gib auf. Typische Memory-Aufgabe. Bloß nicht überanstrengen, meine Lieben. Wollt ihr weitermachen? Los geht's. Ja, Siggi, machen wir weiter. Siggi, wir sind noch am Gewinnen hier. Was ist links unten? Ah, okay, alles klar. Hat sich erledigt. Schwamm. Kopfhörer. Tennisball. Beamer. Schlüssel. Klopapier oder sowas. Was waren da noch? Ein Fenster. Ah, so eine Scheiß... Irgend so eine Scheißfrucht, ey. Was, wo steht denn hier? Kohlrabi war es, Papaya... Zitrone war es nicht. Papaya. Weiter so. Na also. Oh, fertig. Der Sieger darf jetzt seine wohlverdienten Punkte einfahren. Gut gemacht, Markus. Markus. Oh, ein Schluck Wasser hier. Damit setzt du dich ganz klar von der Konkurrenz ab. Markus. Markus. Sehr gut. Elton. Spiel 8. Hochwerfen. Hochwerfen. Die Spieler müssen Säcken auf einen... Auf eine dreidimensionale Zielscheibe werfen. Ha? Dabei zählt der oberste Ring 10. Okay. Okay, alles klar. Es gibt abwechselnd 15 Bälle zu werfen. Der Spieler, der am Ende... Okay. Der Spielablauf ist so. Ihr müsst die Säckchen auf eine dreidimensionale Zielscheibe werfen, bei der jeder Ring für eine Zahl steht. Beginnend mit der 1 unten bis zur 10 ganz oben. Wer mehr Säckchen auf einem Punktering liegen hat, gewinnt diesen Ring und erhält den entsprechenden Punktewert. Jeder Punktewert wird nur einmal vergeben. Zwei Säckchen werden also nicht addiert. Ihr habt abwechselnd 15 Säckchen zum Werfen. Wer am Ende mehr Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ein Säckchen zählt immer für den Ring, auf dem es auch tatsächlich liegt. Okay,
Verstanden. Na dann, los geht's. Na dann, los geht's. Wie werfe ich denn? Elton. F? Und dann? Ach so. Ach so, dann geht... Okay, ja, schade. Verstanden. Ich dachte, ich krieg das hin. Ja. Das sah schon ganz gut aus. Genau, Yvonne, genau. Das war sensationell gut, obwohl ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Ja. Blöde Kuh. Machen wir mal so. Wo kommen wir hin? Okay, alles klar. Das war ein guter Treffer. Das kann ich. Das war ein guter Treffer. Okay, jetzt hat sie auch quasi einen Wurf verschenkt, wenn wir uns die neuen nicht mehr holen. Die Frage ist... Ah, okay. Okay, alles klar. Das läuft hoch und runter, bis ich loslasse. So muss das sein. Okay, ja. Komm, mach nochmal die 9. Ah. Oh nein! Er hat das Spiel noch nicht so ganz verstanden, ne? Sind wir denn, wenn wir volle Power haben, auf der 10? Ah, das wird nichts, ne? Oh, dann sind wir sogar oben drüber. Ein guter Wurf sieht anders aus. Okay, also nicht ganz volle Power, okay. Was? Echt jetzt? Echt jetzt. Markus. Sag mal... Man muss schon etwas besser zielen. Nö, die zielt ja gut, aber... Ich glaub's nicht. Bei zu viel Kraft fliegt der Sack meist rüber. Bringt uns leider kein Stück nach vorne. Oh. Das Säckchen muss erstmal zum Liegen kommen. Das ist nicht so gut. Das war sensationell gut, obwohl ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Das war ein guter Treffer. Okay. Wir haben zumindest schon mal die 10. Ja, da kenne ich mich aus. Scheiße. Das Säckchen muss erstmal zum Liegen kommen. Wow, das war gut. Auf der 6 noch einer wäre ganz gut, ne? Aber wie feste war das? Exakt so, aber on point. Das war sensationell gut, obwohl ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Das sah schon ganz gut aus. Ich habe jetzt richtig Bock. Ja. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Na, endlich. Ich wollte eigentlich auf die 4. Um die schon mal so ein bisschen zu blocken. Das ist okay, da kannst du hin. Jetzt müssen wir noch einmal auf die 5. Gibt's doch bei allem eine Taktik. Ja. Oder zweimal auf die 8. Oh. Es ist nicht leicht, den Ball da hochzuwerfen. Lalala. Sowas kann ich echt gut. Ja. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Ist nicht so gut jetzt. Yvonne. Ha, ein Glückstreffer. Ja, ich hoffe.
Jetzt müssten wir rein, theoretisch. Ah, der ist zu schwach. Nein, 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 stopp, nein, nein. Man muss schon etwas besser zielen. Was? Echt jetzt? Na da, komm, die 9, die ist mir egal. Ich dachte, das wär's jetzt. Nur was ich da verballern müsste, um die 9 zu holen. Ja, der Ball liegt auf einer guten Position. Mensch, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Oh, richtiger Witzbold. Ein richtiger Witzbold. Was macht sie? Ah. Na, kein Sekunde. Schade. Mir reißt gleich die Geduld. Ah, reg dich nicht so auf. So, einmal auf die 4. Nein! Sehr gut. Ja. Wenn der auf die 6 geflogen wäre, dann wenigstens. Scheiße. Das hat schon mal ganz gut geklappt. So schwer war das gar nicht. Auch die unteren Ebenen bringen Punkte. Ja. Interessieren uns aber nicht, Elton. Ja, der so. Ball liegt auf einer guten Position. Zurückgeholt. Sehr gut. Jetzt kommst du. Ups, der war nicht so gut. Das war jetzt mies. Los geht's. Los geht's. Was mache ich denn jetzt? Da haben wir 3. 3, 3. Ja, gut, wir können hier relativ entspannt auf die niedrigen gehen. Das Säckchen muss erstmal zum Liegen kommen. Erst einmal. Die Yvonne, wie viel hat sie denn noch? Aus. Los geht's. 2 Bälle? 2 Bälle. Die müsste jetzt zweimal auf die 10 kommen, quasi. Man muss schon etwas besser zielen. Jetzt hat sie mir die 5 noch geraubt, oder was? Mensch, war das schwer. Da liegt von ihr nur einer. Sie kann ja gar nicht mehr gewinnen. Okay, außer ich würde jetzt meine 10 runterschmeißen. Aber jetzt hat sie keine Chance mehr. Also sie könnte natürlich mit ihrem Ball meinen von der 10 schmeißen und dann, dass ihre auf der 10 liegen bleibt. Das würde gehen. Ups, der war nicht so. Macht sie aber nicht. Somit geht das Spiel an. Markus! So ein Mist! Jetzt kommt der andere dran. Los geht's! Wie los geht's? Ist vorbei, Elton. Sag mal, merkst du überhaupt was? Ja, da guckst du blöd, ne? Ein schöner Sieg. Gratuliere, Markus. Markus. Wie sind denn die Punkte verteilt? Ja, sag doch mal. Damit hast du deine Führung klar ausgebaut. Markus. Markus. Das Spiel ist schon etwas weiter fortgeschritten. Schauen wir uns mal die Punkte an, die noch zu spielen sind. Oh, 84 sind noch offen, okay.